Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Ich hatte das schon angekündigt. Heute mache ich das Experiment, wie schnell schaffst du es, die Eisenwolf-Questline durchzuziehen in der Höllenflut. Ihr erinnert euch, die Eisenwolf-Questline ist hier, Lager der Eisenwölfe. Und ganz am Ende von dem Battle Pass gibt es einen prächtigen Funken. Und ich will wissen, wie schnell kommt man zu diesem Funken hin. Wir haben einen kleinen Vorteil. Aktuell gibt es das Goblin-Event. Das bedeutet, wir haben 35% mehr Erfahrungsbonus. Das macht auf Weltstufe 1 jetzt nicht so einen krassen Unterschied. Aber falls wir doch eventuell die Weltstufe hochgehen, was ich nicht glaube, weil der Capstone Dungeon einfach zu viel Zeit frisst und man den nicht mal eben in der 5-Minuten-Pause hinkriegt, denke ich, werden wir auf Weltstufe 1 bleiben. Nichtsdestotrotz, falls euch wundert, wieso levelt der Luna ein bisschen schneller als die anderen, als normal, das liegt hier an dem Bonus. Übrigens, der Bug wurde gefixt, das heißt, es gibt keinen... Oh mein Gott, mach ich keinen Schaden. Oh mein Gott, mach ich keinen Schaden. Ist das Weltstufe 1 oder wo sind wir hier? Ich will nichts sagen, ne, aber die kleine Fliege hat mir fast gerade ein ganzes Level gegeben. Ich kann nur hoffen, dass ich sofort einen guten Bogen finde. Also irgendwas, was einen ein bisschen stärker macht. Ich meine, mein Level unfassbar schnell, dann sterben die so beim Level-Up, aber okay, der Mindcage, weiß ich nicht, ob der so ein guter Call war. Aber wenn wir das erste Mal killen, gibt es direkt ein heftiges Item. Das heißt, einmal killen, ein heftiges Item. Dann geht's direkt rund. Das müsste jetzt direkt Items geben, dann bist du direkt stärker. Zack, zack. Was besser? Hier, zack, jetzt können wir sofort besser killen. Alter, ich mal 6k, 5k, das ist ja jetzt mal direkt ein ganz anderer Schnack. Mike, kommst du? Was die Aspekte alleine ausmachen, ne? Nur die Aspekte, zack, paar K Schaden. Aspekte sind so wichtig und richtig, ja, voll. Merkt man, ne? Eben 100 Schaden gemacht, jetzt mache ich ein paar tausend Schaden. Ganz wichtig. Hätte ich auch nicht gedacht. Jetzt läuft es viel, viel besser. Guck mal, schon die zweite Höllenflut. Die erste Höllenflut können wir als Fazit ziehen. Die erste ist wirklich sehr schwierig. Könnte sogar Sinn machen, da keinen Mindcage zu zünden. Keine Ahnung, muss man vielleicht mal ausprobieren. Digga, einfach direkt down. So stelle ich mir das vor. Genau so. Und jetzt kann man richtig ballern. Ja, die erste Höllenflut ist schwierig. Ab der zweiten geht es dann ab. Das Gute ist auch, in Anführungsstrichen, in der zweiten Höllenflut, die Gegner gehen mit Mindcage nicht über Level 50. Das heißt, ab jetzt leveln die Gegner nicht mehr. Das heißt, die Gegner werden auch nicht immer stärker. Das ist natürlich auch ein Vorteil, ne? Auch für die Geschwindigkeit. Endspurt, fünfte Höllenflut. 4 Stück habe ich durch. Das heißt, 4 Stunden sind wir drin im Projekt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass in dieser Höllenflut die Wolfsehre voll ist. Okay, Leute, soll ich mal eben gucken gehen? Ich habe nämlich ein ganz böses Gefühl irgendwie. Nach der Blutjungfrau gehe ich mal gucken. Nein, wir sind im letzten Level. Im letzten Level noch 8000. Okay. Letztes Level 8k. Kann man 8000 auch schaffen? Alle Kisten aufmachen sollten so 2000 sein. Vielleicht noch 10 mal die Blutjungfer. Ah, eher 8 mal. Dann auch nochmal 2k. Ah, ich glaube, in der Höllenflut hier wird es nichts. Aber, das heißt, 5 mal Höllenflut durchspielen. Und in der sechsten bist du fertig. Ah, 5 Stunden 20 ist eigentlich ein guter Wert, oder? Aber ich bin ein bisschen traurig, dass ich unter 5 Stunden ist. Ist so knapp, so knapp. Ich bin ja ein alter Speedrunner. Ich bin ein bisschen traurig, dass ich es nicht in 4 Höllenfluten geschafft habe. Da ich echt die 5. noch anfangen musste, finde ich doof. Nee, warte mal. Die 6. anfangen musste. Stimmt. 5 Stück habe ich gemacht. Wir sind in der 6. Neuer Wolfsehrenrang. Wir haben es. Time. 5 Stunden, 15 Minuten. Es ist unbefriedigend, dass es nicht unter 5 Stunden ist, aber 15 Minuten mehr als 5 Stunden. Das ist eine super Zeit. 5 Stunden, 15 Minuten. Experiment. 5 Stunden, 15 Minuten. Wenn euch jetzt irgendjemand fragt, ey, wie lange dauert das, Wolfsehre aufs Maximum zu bringen, dann könnt ihr sagen, Lou hat's getestet. 5 Stunden, 15 Minuten in Weltstufe 1. Und es gibt keine Tricks oder Tipps, also man kann natürlich Weltstufen wechseln und keine Ahnung, irgendwelche fancy Sachen machen. Wir haben gemacht, Weltstufe 1 komplett durchziehen, nur Altar mit der Blutjungfrau, alle Kisten immer aufmachen
und haben gebraucht 5 Höllenfluten und dann nochmal 15 Minuten in der nächsten. Und jetzt nochmal komplett den Loot sich reinziehen. Alles fertig. Werde ich alles mal eben abholen. Und dann schauen wir uns mal an, was man genau da bekommt. Das weiß ich nämlich auch nicht. Man kriegt ja immer was und dann wieder nicht. Man kriegt wieder was. Man weiß, da kommen schon coole Sachen raus. Vor allen Dingen der Funken und die Stygian Stones. Aber so ganz genau, was ganz genau hart auf hart rauskommt, weiß ich zum Beispiel nicht. Deswegen auf jeden Fall auch spannend. Ist die Frage, mach ich jetzt auf dem Rogue hier auf oder auf dem anderen? Ich habe auch irgendwann mittendrin mal gesagt, ich werde hier keine Wertung machen. Das muss jeder für sich selber entscheiden, ob das gut ist, ob das schlecht ist, ob man das machen will, ob man das nicht machen will. Für mich war einfach mal wichtig zu wissen, ey, wie lange brauche ich, um einmal komplett die Wolfsränge durchzumachen? Und das sind 5 Stunden und 15 Minuten. Ah, ich liebe das, ne? Diese Openings, Mann. Und jetzt bin ich gespannt, was kommt dabei raus? Bestimmt mehr als ein Dingsbums. Übel viele Dingsbums auch. Also wir haben hier erstmal ganz viele Unix, die wir alle nicht gebrauchen können, weil interessant sind natürlich nur Sachen mit Greater Affixen. Dann haben wir das Amulett, was man immer hat. Ansonsten alles Rotze hier. Also ich glaube, itemmäßig kommt da gar nicht wirklich was Spannendes bei raus. Aber was kriegst du an Bossmaterialien? Lohnt sich das für die Bossmaterialien? Das kann man ja nicht kaputt machen, ne? Ja, also die Items sind echt nicht spannend. Die Items sind wirklich nicht spannend. Man kriegt immer am Ende dieses komische Amulett. Aber was sagen die Bossmaterialien? Ich sitze genau davor, ich mache mich mal weg. Also erstmal übel viele Elixiere auch. 5 Hände, 5 Köpfe. 7 Tage, 7 Köpfe, Kapi. 3 Herzen, 5 Knochen, 38 Stahl, 27 Furcht, 27 Blut, 5 Eier, 5 Scherben, 5 Fesseln, 5 Puppen und 6 Steine. Das heißt, wenn du nur die Wolfsköstlein machst, kannst du dreimal den Oberboss herausfordern. Und du kriegst einen Funken. Ich müsste jetzt bei 5 sein. Ja, und du kriegst einen Funken. Das heißt, 3 Überbosse, ein Funken und nochmal ein bisschen was für den Spaß. Ja. Wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über ein Follow freuen, über ein Like auf dem Video. Und ja, macht's nach, müsst ihr selber entscheiden, ob ihr das gut findet oder nicht. Ich glaube, 5 Stunden 15 jetzt nur rein Weltstufe 1 würde ich jetzt nicht nochmal machen. Ich mache jetzt im Anschluss direkt nochmal einen Test mit einfach normal durchspielen bis Weltstufe 4, ob das signifikant länger dauert. Und aber ja, so lange braucht man für Weltstufe 1.